Seit wann gibt es Impfungen? Schon im China des 2. Jahrhunderts vor Christus wurden Sekrete aus Pockenpusteln getrocknet und zur Vorbeugung von Gesunden geschnupft. Das war die erste Impfung, die mit einem abgeschwächten Erreger eine Immunreaktion hervorrief. In den 1770er Jahren stellte der englische Arzt Edward Jenner fest, dass Menschen, die mit den relativ harmlosen Kuhpocken infiziert waren, nicht an den echten Pocken erkrankten. 1796 impfte er einen 8-Jährigen mit dem Eiter aus einer Kuhpockenpustel. 6 Wochen später erwies sich dieser als immun. Daher stammt der Name Vakzin vom lateinischen Wort für Kuh, Vacca. Seit wann gibt es Impfungen? Schon im China des 2. Jahrhunderts vor Christus wurden Sekrete aus Pockenpusteln getrocknet und zur Vorbeugung von Gesunden geschnupft. Das war die erste Impfung, die mit einem abgeschwächten Erreger eine Immunreaktion hervorrief. In den 1770er Jahren stellte der englische Arzt Edward Jenner fest, dass Menschen, die mit den relativ harmlosen Kuhpocken infiziert waren, nicht an den echten Pocken erkrankten. 1796 impfte er einen 8-Jährigen mit dem Eiter aus einer Kuhpockenpustel. 6 Wochen später erwies sich dieser als immun. Daher stammt der Name Vakzin vom lateinischen Wort für Kuh, Vacca. Seit wann gibt es Impfungen? Schon im China des 2. Jahrhunderts vor Christus wurden Sekrete aus Pockenpusteln getrocknet und zur Vorbeugung von Gesunden geschnupft. Das war die erste Impfung, die mit einem abgeschwächten Erreger eine Immunreaktion hervorrief. In den 1770er Jahren stellte der englische Arzt Edward Jenner fest, dass Menschen, die mit den relativ harmlosen Kuhpocken infiziert waren, nicht an den echten Pocken erkrankten. 1796 impfte er einen 8-Jährigen mit dem Eiter aus einer Kuhpockenpustel. 6 Wochen später erwies sich dieser als immun. Daher stammt der Name Vakzin vom lateinischen Wort für Kuh, Vacca.